Wer fängt zuerst einen Perl? Wer erbaut zuerst die Statue der Kraft und levelt sein Fanggeschick? Und wer besiegt den ersten Perlworld-Boss? Um das alles herauszufinden, habe ich Hanik herausgefordert, bei meiner selbst erfundenen Challenge mitzumachen. Die Kraft-Boss-Challenge. Teil das Video gerne mit einem Freund, wenn du es auch versuchen willst. Bist du bereit, Hanik? Nein. Gut. Dann lass uns die Challenge starten. Ja, was ist die erste Challenge? Wer zuerst ein Paul fängt? Let's go! Geh erstmal hier zu dem Kollegen. Sammel das Holz ein. Skip, 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 skip. Nein, weiter. Mann. Bauen. Ach komm, ich mach deinen. Jo, dein Scheiß mit. Okay, das bringt mir aber nichts. Man braucht Stein, ne? Man braucht Stein. Oh mein Gott, das ist ja voll spannend. So, Bro, ich zieh dich so mies ab. Ja, keine Chance. Man braucht diese blauen Teile auch, ne? Ja, richtig. Dann gebe ich dir eigentlich Tipps. Okay, ich habe eins. Was? Du hast schon so einen blauen Stein? Ja, nochmal schnell den Perl. Nochmal schnell den Werkbank aufbauen. Hey, ich finde einfach keine. Ich bekomme nur Steine. Mir fehlt noch Holz und Stein. Verdammt. Okay, schnell. Nein, du machst jetzt nicht. Komm schon, Persphäre. Schnell craften! Das ist nämlich ein Lamball, den kann ich direkt nehmen. Okay, ich habe einen Perlball. Ah! Komm schon. Rein da, ja! Ich hatte es noch nicht freigeschaltet. Ich hab den ersten Perl! Zeig dir hier mein Lamball. Geh weg mit deinem Lamball. Guck dir diesen Lamball an. Interessiert mich nicht. Ich hol den hier. Den Katja-Kassavice. So. Rein, komm. Oha. Die zweite Challenge ist, die Statue der Kraft zu craften und dort das erste Upgrade zu machen. Wir fangen geschickt. Ja, okay. Ich muss jetzt aber zuerst Grundtools noch machen. Das geht ja gar nicht mit hier. Weiß ich, was das mit der Spitzhacke, aber gepolzt. Ich hol jetzt die Liftbug-Statue. Ich hol sie vor dir. Niemals. Und das slide ich hier noch rein. Statue aktivieren. Bam. Und jetzt muss ich noch die Liftbug holen. Ja, und zack. Liftbug-Statue eingesammelt. Jetzt muss ich nur noch die Statue der Kraft machen. Wo ist denn das da? Ach, da unten, ne? So, bei ihm hier bekommen wir nämlich noch Wolle. Bei ihm bekommen wir Palladium-Bruchstücke. Das ist super hilfreich. Dann kann ich hier wieder eine Werkbank hincraften. Lambo, komm her. Hilf mir gefälligst. Ich kill gerade einen Josef. Nein, mach das nicht. Jetzt gehe ich nämlich hierher, muss mich noch ein bisschen aufleveln. Das heißt, ich greife hier in Creamies an. Zack! Und Creamies bei mir. Bin Level up geworden, direkt hier in HP noch rein. Für die Statue der Kraft muss ich Level 6 werden. Das heißt, ich ziehe jetzt komplett durch. Chill mal jetzt, Junge. Ich bin erstmal hier unten und sammle dieses grüne Ding ein. Ja, Loser. Ich habe eine Palsbeere gefunden. Sehr geil. So, Creamies 2.0 und Launch Space Rocket! Oh Gott, ich sterbe jetzt gleich. Das war vielleicht nicht so smart. Doch, ich hab's überlebt. Ja, let's go. Das wär dope, wenn ich das Pile hier fange. Hast du Foxpacks reingezogen? Ja. Oh. Ja, let's go. Ich hab einen Foxpack. So, ich hab so einen grünen Typi gefunden. Let's go. Ich hol mir gerade die ganzen Rohstoffe noch für die Statue. Auf den Foxparks hier. Nein, der Foxparks ist zu schnell. Ja, mir rennt auch hier gerade so einer weg. Alter, bleib doch mal stehen. Nee, Mann, er ist ins Wasser gerannt. Greif an. Wieso kann der im Wasser laufen? Ich weiß es nicht. Alles ist halt so schnell und rennt weg. Ja. Okay, das ist auch okay. Du kannst dich die zweite Challenge auch noch gewinnen, aber ich glaube, du wirst es. Ich habe gerade gar keine Viecher mehr bei mir in der Nähe. Ja, das ist immer ganz anstrengend. Oh, ich dodge. Oder der zweite greift mich auch an. Das passt mir gerade gar nicht. Nein, was tust du? Mein Lambo sabotiert gerade die Challenge. Ja, hat das gekillt? Ja. Du musst die immer kurz vorher reinziehen. Ich hab das richtig auf. So, jetzt boom. Oh, noch einen? Okay, let's go. Komm in meinen Ball rein. So, komm. Nein, er ist ausgegangen. Jetzt, komm. 56%, let's go. Komm, tick. Ja, komm. Und nochmal. Jawohl! Ich habe ein Pengulett und damit auch Level 6 erreicht. Chill hochscalen. Ja, chill doch mal jetzt, Bro. Hallo. Statue. Ah. Dann mache ich Level 6. Ja, ich bin Level 6. Verdammt, ich brauche nur ein Palladium-Stück. Nein. Jetzt mach nicht so mit mir. Komm schon, bitte. Okay, ich habe eins. Nein, chill mal jetzt. Muss im Lager gebaut werden. Verdammt! Wir müssen eine Perlbox machen. Perlbox. Wo ist die Kacke? Schnell. Komm her, Lambo. Nein, ich habe nicht genug Holz. Beruf, Lambo! Wir sind Kopf an Kopf, Bro. Chill mal jetzt. Hallo. Was brauche ich jetzt? Stein und Palladium. Dann mach die Box jetzt hier hin. Komm einfach hier in den Boden rein. Juckt. Okay, ein Palladiumstück. Ein Stein noch. Chill. Schnell bau, Lambo. 50 Sekunden. Ich baue gerade die Statue, Bro. Was? Du die Statue schon? Chill mal. 17 Sekunden. 16. 15. Nein, er kann ihn nicht placen. Der zweite Punkt ist meiner. Chill. Ich baue die auch gerade. 7. 6. 5. Bau mit, 4, Digga. Mach mit, 3, nein. 2, nein. 1 still. Und BAM! Mann. Ach, warte, ich muss mich ja noch upgraden. Und BAM!
komm! Yes! Ich bin gerade bei den Beinen gewesen. Oh, shit. Das war so knapp. Wir können noch in Unentschieden reingehen, weil der Bosskampf gibt ja 2 Punkte insgesamt. Gut, dann muss ich jetzt gutes Equipment sammeln und dann gehen wir rein. Also, zuerst werde ich erstmal ein paar dope Halls suchen. Ein bisschen Equipment und dann gehe ich rein. Dann mache ich mit. Ich sammle hier noch ein paar Bären ein und hole mir noch ein bisschen Holz ran. Freunde, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Schreibt jetzt unbedingt in die Kommentare, was ihr denkt, wer hier noch gewinnen wird. Also beziehungsweise, ob wir ins Unentschieden gehen oder ob es hier einen klaren Sieger gibt. Aktuell steht es 2-0 für mich. Finde ich ganz, ganz gut. Und ich sammle mir hier gerade ein paar Ressourcen ran, dass das hier auch funktioniert. Bauen hier wieder eine Werkbank auf. Komm mal her, Pingolett. Und ich bringe mir jetzt erstmal ein paar Dinge hier bei. Bogen zum Beispiel, Pfeil. Für den Bogen brauche ich noch ein bisschen Holz. Gehen wir auf jeden Fall rein. Und dann lasse ich einmal den Bogen hier craften. Pingolett, das darfst du übernehmen. Bringt die Rüstung eigentlich was oder sieht die einfach nur schick aus? Ja, die bringt tatsächlich ein bisschen. Wow, mein Tal hat immer so viel abgebaut, Bro. Chill. Der baut richtig viel ab, Bro. Ey, Bro, Kativia ist so ein absoluter Überboss, Bro. Das ist so ein richtiger Giga-Chat. Oh, ein fahrender Händler. Let's go. Was hat der? Ich habe keine Münzen, aber ich kann was verkaufen, oder nicht? Er war hier nicht vorher eine Truhe? Ah ja, hier ist eine Truhe, da kriege ich ein paar Münzen raus. Guck mal, jetzt habe ich 63 Münzen. Kannst du dir direkt eine Waffe holen, Alter. Nee, der verkauft keine. Das ist doof. Aber er verkauft Pfeile für $5 das Stück. Das heißt, ich kaufe mir davon jetzt 12 Pfeile. Das ist eigentlich ganz gut. Ich sammle mir jetzt auf jeden Fall direkt erstmal einen Foxparks noch. Nein! Meine grüne Haut passt super gut zu der Stoffkleidung, finde ich. Ach, hast du schon eine Stoffkleidung? Chill mal. Oh, ich sehe gerade hier einen Daydream. Den sammle ich. Den Daydream sammle ich. Safe Call. So, komm rein. Komm schon. 66%, das wird klappen. Komm, zack, einmal Tick. Und nochmal. Nein, bleib doch drin. Zweiter Versuch, komm. Ein Tick. Und zwei Tick. Jawohl! Sehr schön. Und ich bin fast tot. Oh mein Gott. Wegen Kälte? Okay. Nee, wegen angegriffen werden. Ich will jetzt aber unbedingt hier noch einen Foxparks haben. Kann ich damit nicht Flammenwerfer machen? Ja, deswegen, das ist super OP eigentlich. Oh Gott, Alter, ich nehme mich mit Boss gottlos auseinander, das glaubst du mir gar nicht. Oh, 61%, komm schon. Das kriegen wir hin, nämlich sonst keine Persphäre mehr. Dankeschön. Ja! Foxparks im Team. Ah, die Depressos greifen mich an. Ich bin halt legit direkt neben dem Boss, Junge. Also direkt, das heißt, ich habe auf jeden Fall einen Vorteil. Oh Gottchen, oh Gottchen, oh Gottchen. Wird das knapp, aber wenn ich den jetzt besiege, ne? Nein, nein, kill ihn nicht, Foxpax. Fortnite, komm, geh rein in den Ball. Geh bitte. 30% Chance, ist so lächerlich. Komm, 60%, bitte. Ja! Ja! Ich hab so ein komisches Pferd-Ding. Oh, shit. Oh, okay, jetzt hast du... Du hast einen starken Vorsprung jetzt. Oh, mein Gott. Ich hab ein kleines Problem. Sein Homie hat mich gerade gekillt. Upsi. Ich muss mir schnell Persphären craften, damit ich hier dieses Dinosaurus holen kann. Komm her, Junge. 1 gegen 1 vor dort und auf. Er will Stress. Dann komm her, hol dir den Stress ab. Komm. Nein, chill. Einziehen. Komm, oh, bitte. Geh rein. Bitte. Komm, gönn. 70. Oh, mein Gott, ich hab ihn. Oh, was? Ich hab zwei. Oh, dann porte ich mich jetzt wieder nach oben. Ich versuche nämlich deine komische Hirschtaktik out zu performen mit einem Dinossum. Deswegen hole ich mir gerade mal einen. Wo ist das Level 14 Dinossum hin? Da ist es. Okay, Foxparks, enttäuscht mich nicht. Wir müssen jetzt nämlich ein Dinossum angreifen. Du machst super viel Schaden bei ihm. Er kommt her. Foxparks hat kassiert. Fällt mir nicht. Ich pack dich aus. Daydream. Oh, gedodged. Oh, das war knapp. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Okay, Daydream rein. Und der nächste raus. Komm schon. Headshots. Woo! Komm schon, wir schaffen das. Das darf jetzt nicht in die Hose gehen. Den Kopf zu erwischen von dem Dinosaurus ist tatsächlich schwerer, als man denkt. Okay, Foxparks wieder raus. Er schießt auf mich. Okay, passt. Foxparks, mach eine Attacke. So, jetzt hier. Komm. 20% Chance. Das wird schon was. Komm. Ja! Ich habe ein Dinossum gefangen. Okay, Hardlink, ich werde dich jetzt richtig zerstören damit. So, jetzt mache ich mir nur eine neue Rüstung, weil meine ist komplett broken. Und dann gehe ich rein. Ich glaube, ich gehe vor dir rein. Eigentlich wie? Du gehst vor mir rein. Ich glaube, ich bin so weit und kann vor dir rein. Nein, du laberst. Ja, doch. Pass auf. Wie weit bist du entfernt? Nein, chill mal jetzt, Digga. Hey, du kannst jetzt nicht vor mir reingehen. Ich habe die ganze Zeit angekündigt. Nein, du machst Psychotricks. Ich mach keine Psychotricks. Ich gehe zum Turm. Wie weit bist du entfernt? Da ist dein Lager. Ich sehe es gerade. Unlucky, ich bin bei einer Eingangstür. Ich gehe da jetzt rein. Nein. So, Leute. Habe ich alles? Ja. Ich hoffe, ich kann direkt auch danach rein. Zeit Limit, 10 Minuten. Wir gehen rein. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt hier los? Wow. Yo, wer ist das denn? Ey, yo. Die ist ja mega cool. Yo, was ist das? Wie soll ich den denn besiegen, Bro?
Der sieht aus wie du. Ey, Bro, was soll ich denn jetzt machen? Jojojojo, er will mich abschießen oder so? Nein, der macht ja ultra viel Damage. Ich muss die 10 Minuten warten, bis du fertig bist. Nein! Ey, ich mach gar kein Damage. Ich mach gar kein Damage, Bro. Ich mach gar kein Damage. Jo, ich bin tot. Ich bin tot. Was? Ich hab 8 HP. Was? Kann mein Paul mal irgendwas machen hier, um mich zu verteidigen? Ey, der nimmt mich komplett hops. Yo! Oh mein Gott, Bro, das ist zu crazy. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Mein Paul verteidigt mich. Mein Paul ist ein Ehrenmann. Nein, mein Paul. Ich muss ihn einfangen. Es ist. Oh, mein Paul ist down. Mein Paul ist down. Ich muss den anderen. Ja! Paul. Ja! Der macht in einer Tour, macht der Attacken. Ich hoffe, du schaffst es nicht. Und das ist nicht böse gemeint, ja? Ich will nur die Challenge gewinnen. Ey, mein Gott, ist das schwierig. Der hat noch 26.000. Nein! Ja, ich hab ihn gerettet vom Angriff. Ich bin der beste Spieler in Pal World. Mein Pal ist down. Mein verdammtes Pal ist down. Ja! Mein Pal ist down. Nein! Nein, 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 ich bin tot! Oh shit, okay, dann versuch's ich gleich. Nein, Bro, nein. Ich mach jetzt eine Schnellreise dahin und jetzt gehe ich rein. Oh, ich sehe deinen Beutel. Hier ist dein Beutel mit Lass meinen Beutel in Ruhe. Rein, 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 ich bin drin! Ja, ich bin drin! Verloren, Bro. So, ich überspring direkt die Cutscene, lass mich in Ruhe. So. Ich hab verloren. Oh, ja, oh. Viel Erfolg hier. Du schießt woanders hin. Okay, ich hab den gut unter Kontrolle. Die noch sind wieder raus. Ja, yeah, mach das ruhig. Das ist seine stärkste Attacke, wenn er die einmal raus hat. Nee. Einmal bitte in Ruhe lassen. Lass ihn in Ruhe. Oh, geh weg. Jetzt hüpft er gleich auf mich. Und dodgen! Okay, ich bin's gedodged. 28.000 HP. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, Gaara wieder eingezogen. Ja, ich meinte die noch so. Ich nenne ihn immer Gaara bei mir, deswegen. Lass ihn in Ruhe. Schieß ruhig nach oben, Mann. Das ist super anstrengend. Okay, Laser. Da kommt der Laser. Direkt wieder weg. Schieß weiter ab. Macht seinen Laser und schieß ihn mal in die Luft. Dankeschön. Das ist so ehrenlos. Okay, das outrun ich einfach. Oh, oh, oh. Vorsicht, Vorsicht. Okay, renn zu mir, renn zu mir. Muss irgendwie hinter die Säule glitschen. Ja, 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 ja. Ja. Er bleibt jetzt da stehen. Mach einfach weiter. Das ist so ehrenlos. Okay, so kriegen wir den Boss auf jeden Fall down. Auch wenn wir noch 5 Minuten haben, aber Hälfte des Lebens vorbei. Tja, das ist der spannendste Bosskampf, den ich je gemacht habe hier. Okay, ich muss ihn wieder entglitschen. Das geht sonst zu lang. So, greif an. Ich dodge das Ganze. Ich renne, ich renne, ich renne. Ich brauche noch mal ein bisschen Damage over time, Foxpax. Das ist deine Zeit. Mach irgendwas. Wie viele Health hat er noch? Nur noch 8000, aber ich habe nur noch 3 Minuten grob. Ich habe keine Pfeile mehr. Pfeile mehr, das ist richtig doof jetzt. Lock on Laser, sehr gut. Ich kann ihn kurz auf seinen Bauch hauen. 1000 HP noch und 35 Sekunden. Ach, kein Scheiß jetzt. Alter, ist das hart, Mann. Du schaffst es safe nicht. Foxpax, komm schon. Oh, er macht gerade seinen Lock on Laser. Oh mein Gott, ist das knapp 15 Sekunden noch. 10 Sekunden. Foxpax, tu dir was. Verloren? 5 Sekunden. Nein. Ich gehe jetzt noch. Ja! Ja! Was? Oh mein Gott! Ich habe ihn geschafft! In den letzten 5 Sekunden! Digga, das ist doch geskriptet. Oh Bro. Mein Gott, Digga, das war ja so knapp! Das hast du so programmiert, lüg nicht. Tja, Hans Link, dann schuldest du mir jetzt 1000 Euro. Mit diesem Team habe ich den Bosskampf geschafft und über 100 Pfeile. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und Abo da. Wenn ihr mehr solcher Challenges sehen wollt, dann geht auf jeden Fall jetzt auf Hanlinks Kanal, denn da haben wir noch mal so eine ähnliche Challenge gemacht. Ansonsten, tschüss!